Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motovlogs. Ja, wir haben den Frühling irgendwie so nahtlos übersprungen, sind im Sommer gelandet. Wir haben jetzt irgendwie Anfang Mai. Den 9. Mai, um ganz genau zu sein. Ich habe mir ein neues Motovlog Setup an den Helm gebastelt. Weil aus Gründen hat die Sony irgendwie ihren Geist aufgegeben. Ich weiß noch nicht so richtig, woran das liegt. Jedenfalls werdet ihr das wahrscheinlich in den letzten Videos, die ich denn online gestellt habe, schon gemerkt haben, dass im Vorderbereich alles wunderbar scharf ist, aber sobald es weiter weg ist, wird es sehr, sehr unscharf. Ich habe aber im Internet auch noch nicht so richtig was gefunden, woran das so alles liegen könnte. Und von daher habe ich jetzt erstmal, damit ich weiter Motovlogs machen kann und auch vernünftige Bilder gibt, mir ein anderes Motovlog-Setup zugelegt, was ich heute mal teste bei dem geilen Wetter gleich. Und dazu bietet sich natürlich hier eine kleine Runde mit dem Moped durch Brandenburg an. Da fahren wir einfach mal rüber in die Märkische Schweiz, in den kleinen Ort oder kleine Stadt namens Buko. Das ist immer so ein kleines, schönes Reiseziel, wie ich finde. Wenn man so eine kleine Tagesausflug bloß machen will, ist wunderbar. Wald- und seenreich gelegen dort. Gibt auch entsprechende Gastronomie, sofern die nicht konkret geschlossen ist, wegen Corona. Und weil heute Sonntag ist und ich quasi nichts besser zu tun habe, haben wir den Hund eingesackt und haben gesagt, fahren wir da hin, da kann der Hund auch ein bisschen laufen da am Wasser und vielleicht ein bisschen baden gehen und so weiter und so weiter. Ist auch mal ein Street Fighter Umbau. Und so haben wir gesagt, machen wir heute einen gemütlichen Ausflug dahin. Ist jetzt nicht die Mörderrunde, aber um das Motovlog-Setup zu testen, ist das, denke ich mal, ideal. Dann gibt es in Sachen weiterer Einsatz bei mir nach wie vor noch nicht so wirklich was Neues. War ja, wie gesagt, Mitte April irgendwie in Hagen gewesen zu so einem Einstellungstest. Aber anscheinend gab es von da noch weiterhin keine Rückmeldung, damit ich nur weiter in der Luft hänge. Also lassen wir uns das mal abwarten. Ich meine, ja, was gibt es besser als zu Hause seine bezahlte Zeit zu verbringen, ja? Kleine Kurort namens Buko ist natürlich auch immer so ein kleines Reiseziel für die Berliner Biker, weil das ist nicht so weit. Und du hast da ringsrum so ein paar Kurven, weil Märkische Schweiz, Schweiz, Berge, ja, deswegen heißt es Märkische Schweiz. Ja. Auch dort haben wir ein Gastronom, wo wir von Zeit zu Zeit essen fahren. Und da waren wir jetzt während der Corona-Pandemie, glaube ich, noch nicht gewesen. Da waren wir jetzt während der Corona-Pandemie noch nicht gewesen.
von daher haben wir gesagt, wenn die denn geöffnet haben, werden wir uns dann heute was da auch zu Gemüte führen. Ansonsten ist das ist auch so ein staatlich anerkannter Kurort. Gibt es also auch Kuraufenthaltsmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Aber ich finde das hier als Naherholung für den Großraum Berlin ganz ansprechend. Und für mich auch immer wieder mal ein kleines Ziel, wo man mal schnell hinfahren kann. Da hast du auch einen wunderbaren See, kannst dir da auch ein Boot ausleihen, ein bisschen rumdümpeln, das haben wir auch hier gemacht. Ich glaube, irgendwann war noch vor der Pandemie, im Sommer, wo war schön auf dem See Bahn gewesen, hast dein Boot. Hast dein Boot, ja. Und hast da quasi, kannst auf dem See rausfahren und hast deine Ruhe, ja. Kannst da schön baden gehen und. Also schon herrlich, dann liegst du nicht so am Strand mit den ganzen anderen. Hier Döns rum, muss ja halt dich nur deine Verpflegung irgendwie mitnehmen. Ne? Natürlich ist bei so einem Wetter auch dort relativ voll. Dort wird es viele Berliner geben, die dort hinfahren. Und natürlich die Leute, die ihre Verwandten, Bekannten da besuchen, die halt den Kuraufenthalt haben, das ist ja da auch dann mal möglich. Also ist ja immer Wochenende, gerade bei Schönwetter, einiges los. Ansonsten kannst du natürlich auch dort schön rund um den See wandern. Um den Scharmützelsee, da gibt es noch einen anderen See, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist aber auch jetzt nicht ganz so wichtig hier, glaube ich. Und dann gibt es da noch so eine Museumsbahn, ja, für Eisenbahnfans, Bukua Kleinbahn genannt, die zum einen Sonder- und Museumsfahrten anbietet und zum anderen wirklich regulärer Nahverkehrsanbieter ist und sogar im Verkehrsverbund mit integriert ist. Jetzt ist das natürlich so geil dort, dass wir da mal versuchen, heute einfach mal so eine Fahrt mitzumachen. Einfach mal hin und zurück. Mal gucken, ob das alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Von daher haben wir geplant, dass wir erst heute Abend irgendwie zurück sind. Da heute Sonntag ist und Sonntag um 20.15 Uhr Tatort kommt, ja, gucke ich übrigens sehr gerne, wenn er gut ist. Ja. Wenn er nicht so gut ist, dann schalte ich halt ab vorher und was anderes. ist das so sonntags bei uns Ritual, dass wir dann halt 20.15 Uhr ja, halt vorm Fernseher sitzen. Ich hoffe, ihr seht auch was jetzt aus der Kameraeinstellung. Ich habe das jetzt nur mal so provisorisch. Nicht, dass ihr nur irgendwie Himmel seht oder so. aber gut schon. Ich kann ja dann mir das nachher, wenn ich im Buch angekommen bin, mal angucken, auf dem Smartphone, wie auf dem Bildschirm hinten, wie der wieder Ausschnitt ist. Ja, und dann kann ich halt gegebenenfalls noch was ändern an den Einstellungen. Ja, wir bleiben also sogar im Landkreis. Ich weiß ja auch nicht, was unsere 7-Tage-Inzidenz aktuell sagt. Aber die war die letzten Tage halt alles schon unter 100. Und ich glaube aber, Gastronomie darfst du erst, oder Außengastronomie darfst du erst öffnen, wenn die 7-Tage-Inzidenz
an 7 Tagen unter 100 lag. So, ich, ja, jetzt weiß ich nicht, wann ihr das erste Mal hier in Märkisch-Oderland das erste Mal unter der 100er Inzidenz lagen. Aber allzu lang ist es, glaube ich, noch nicht ja so, dass die Außengastronomie noch nicht öffnen wird. Aber in Bugo gibt es natürlich auch den ein oder anderen Imbiss und vielleicht auch Essen to go. Das werden wir mal sehen, wenn wir da sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn nicht, nehmen wir uns dann heute Abend was mit. Also da eine Bockwurst auf der Hand werden wir sicherlich kriegen. Und dann nehmen wir uns heute Abend was mit nach Hause. Und werden dann heute Abend zu Hause was Leckeres vom dortigen Inder schnabulieren. So vorausgesetzt, ist ja trocken. Vorausgesetzt. Ne? Ist immer alle zu vorausgesetzt. Da ich ja die Strecke nach Bugo kenne, habe ich heute mal gesagt, lasse ich mich einfach mal von kurviger.de navigieren. Mal gucken, ob der noch so die eine oder andere Strecke auf dem Petto hat, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Und dann fahren wir entweder rück zu anders lang. Oder so. Da, ein bisschen Frischluft hier. Dieses Wetter soll natürlich wieder ein. Ich habe es befürchtet, werden viele Motorradfahrer unterwegs sein und sonstige Ausflügler. Gerade da heute Sonntag ist, ist sowieso ein bisschen mehr an Ausflüglern los. Und nächste Woche sollte das ja eigentlich losgehen in den Harz. Derzeit sieht es eher schlecht aus, um in den Harz zu kommen, noch mit Übernachtung. Also da ist gerade eher schlecht noch. Was jetzt mittlerweile möglich ist, habe ich letztens gelesen, ist Fallschirmspringen. Mit entsprechenden Hygieneauflagen. Vielleicht nutze ich denn meinen Urlaub nächste Woche und gehe hier und da mal Fallschirmspringen. Muss mal gucken, wie sie Betrieb haben. Weil vorher testen lassen ist ja heutzutage auch kein Problem mehr. Oh, herrlich, herrlich. Raps wieder, ja. Also Raps war dies Jahr nicht irgendwie doll, ja. Er hat durch den ganz so lang gezogene Winter hier gedöns. Ah, naja. Vielleicht wird noch mal ein schönes Rapsfeld. Ist ja jedes Jahr so ein Highlight, so Rapsfeldbilder zu machen. Mit dem Motorrad drauf. Finde ich auch sehr geil irgendwie. Sieht schon toll aus.
Schöne Kurven hier. Hier haben wir einen wunderbaren Blick auf den Scharmützelsee. Nicht zu verwechseln mit dem Scharmützelsee in Bad Sara. Was ist denn hier los? Na, mal sehen. Von einem Kochplatz bekommen. So, wie ihr seht, sind wir jetzt angekommen in Buko. Ich werde damit dieses Video jetzt mal breaken. Und die Rückfahrt, was wir so erlebt haben, gibt es dann im zweiten Teil. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wenn der Vlog funktioniert hat, also die neue Kameraausrüstung, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das Abonnieren des Kanals nicht vergessen, falls nicht schon geschehen. Und das Drücken der Abo-Glocke, weil nur dann verpasst du keins meiner Videos mehr. Und dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ah, richtig was los hier doch. Abspannmusik. Das wird wohl hier bestimmt. Parkplatz hier, ey. Was wird denn das hier?